Ja, hallo zusammen. Gucken wir uns mal noch ein Beispiel für die Eliminationsmethode an. Und da habe ich die Aufgabenstellung hier schon aufgeschrieben. Gesucht sind die möglichen Extrema der Funktion f von xy, die gleich e hoch x plus e hoch y ist, unter Berücksichtigung der Nebenbedingung, dass x plus y gleich 1 sein muss. Und da war ja der erste Schritt bei der Eliminationsmethode, die Nebenbedingung nach einer der Variablen aufzulösen. Und das geht jetzt hier ganz leicht. Wir können entweder nach x oder nach y auflösen. Beides ist jetzt hier möglich. Lösen wir mal nach y auf, dann bekommen wir y ist gleich 1 minus x. Und damit können wir jetzt das y in der Funktion f ersetzen durch das 1 minus x. Und dadurch ist garantiert, dass die Nebenbedingung erfüllt ist, weil das y ja so ausgerechnet wird, wie das nach der Nebenbedingung ausgerechnet werden muss, wenn wir für x einen Wert vorgegeben haben. Dann wird ja 1 minus x ausgerechnet und dann bekommen wir auf jeden Fall ein y, das die Nebenbedingung erfüllt. Ja, und dann haben wir in der Funktion f nur noch das x stehen und statt dem y steht jetzt das 1 minus x da. Das heißt, unsere Funktion sieht jetzt so aus, e hoch x plus e hoch 1 minus x. Und damit haben wir jetzt hier eine Funktion, die nur noch von x abhängt, nennen wir die zum Beispiel mal g. Ja, und da brauchen wir die erste Ableitung von dieser Funktion g. Ja, e hoch x nach x abgeleitet ist e hoch x. Und dann haben wir eine verkettete Funktion. E hoch 1 minus x. Ja, die äußere Funktion ist die e-Funktion. Die e-Funktion ist abgeleitet wieder die e-Funktion. Also haben wir da e hoch die innere Funktion 1 minus x da stehen. Und dann wird noch multipliziert mit der inneren Ableitung. 1 minus x nach x abgeleitet ist minus 1. Das heißt also, unsere Funktion sieht so aus, e hoch x minus e hoch 1 minus x. Und das müssen wir gleich 0 setzen, um die möglichen Extremstellen zu finden. Ja, wie lösen wir das jetzt auf? Indem wir jetzt das e hoch 1 minus x auf die andere Seite bringen. Dann haben wir da nämlich stehen, e hoch x ist gleich e hoch 1 minus x. Und warum habe ich das jetzt gemacht? Weil ich jetzt auf beiden Seiten den Logarithmus anwenden kann und damit die e-Funktion los bin und habe dann da stehen, dass x gleich 1 minus x ist. Dann brauche ich nur noch x addieren, dann habe ich 2x ist gleich 1 da stehen und dann muss ich nur noch mal 1/2 nehmen und kriege raus, dass x gleich 1/2 sein muss. Ja, das wissen wir jetzt und da haben wir jetzt möglicherweise ein Extremum. Und jetzt suchen wir aber das mögliche Extremum der Funktion f und nicht der Funktion g, die nur noch von x abhängt. Deswegen müssen wir dann auch noch den Wert ausrechnen, den dann y haben muss. Und y rechnen wir ja so aus. Y ist 1 minus x. Und da brauchen wir ja nur x gleich 1/2 da einsetzen und sehen, dass y gleich 1 minus 1/2 also auch 1/2 ist. Damit haben wir jetzt als mögliches Extrema, den Punkt xy gleich 1/2 gefunden. Ja, unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen müsste ich natürlich jetzt noch dabei schreiben, aber das ist ja klar. Es geht ja hier die ganze Zeit um die Optimierung von f unter Berücksichtigung der Nebenbedingungen. Ja, und so einfach finden wir jetzt da die mögliche Extremstelle. Also nochmal kurz wiederholt, die Nebenbedingungen nach einer der Variablen auflösen, in die zu optimierende Funktion einsetzen. Und dann haben wir eine Funktion, die eine Variable weniger hat, wo wir einfacher die möglichen Extremstellen finden können. Und ein beliebter Fehler bei solchen Aufgaben ist, zu vergessen, den Wert der eliminierten Variable auszurechnen an der möglichen Extremstelle. Also jetzt nur hinzuschreiben, dass x gleich 1/2 sein müsste, damit wir überhaupt ein Extremum haben können. Aber wir interessieren uns ja eigentlich nicht für die Funktion g, sondern für die Ausgangsfunktion f von xy. Und da brauchen wir nicht nur den Wert von x, sondern auch von y. Deswegen muss man da unbedingt dran denken, auch noch auszurechnen, welchen Wert die eliminierte Variable hat. Also jetzt hier in unserem Beispiel das y. Ja, das wird da gerne vergessen, wenn man solche Aufgaben rechnen muss. Ja, so viel dazu. Bis bald!